So, da, willkommen zurück zu Witcher 3. White Hunt. Langsam kriege ich es auch mal hin. So, wir sind immer noch im Geistdorf Weißgarten. Wir haben in der letzten Folge besonders den Typen da geredet, der da saß. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen die Zeit genutzt, um noch einen schnellen Grafiktreiber zu installieren und generell überhaupt um noch ein bisschen zu gucken. Ja, also die Frames sind nicht unbedingt besser geworden, sie sind aber nicht schlechter geworden. Insofern ist es jetzt anscheinend so. Ich kann nicht viel dran ändern, aber naja. Ich wollte noch mal kurz mit den Bauern reden, wenn die überhaupt was zu sagen. Oh, sie haben was zu sagen? Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Was? Die Erde umkreist die Sonne? Hast du kurz Zeit? Die haben eigentlich... Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Was? Die Reiterin des Krieges? Moment mal. Der Krieg schon nach Novigrad gerade kommt, das ist, wenn wir irgendwann hinterher mal rumreiten und was suchen, kann ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Was macht der Gelehrte aus Ochsenfurt eigentlich hier so fern ab? Forschungsprojekt oder was? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Die Hintergrundtextur sieht immer noch sehr unaufgelöst aus. Irgendwie komisch. Na gut. Geh zu deinen Büchern und schreibe über Krieg, wer er wirklich ist. Ja, das will auch keiner lesen. Das ist. Ich habe also eine Entscheidung. Ich möchte ja nicht nur eine Information von dir haben. Das hätte ich vielleicht mal. Ja, aber das ist trotzdem für einen Gelehrten. Das endet dann so wie deine beiden Kumpels in Lockmuin. Die haben das auch nicht so gut überlebt. Hör auf meinen Rat und geh wieder an deine Bücher, solange du noch kannst. Krieg ist kein Spiel. Keine Fakultätstreffen, keine Vollprofessur, keine Fußnoten. Der erstbeste Soldat wird dich töten. Warum sollte er? Ich bin ein neutraler Zivilist, ein Gelehrter. Stiefel. Wie bitte? Er tötet dich wegen deiner Stiefel. Also irgendwie scheint er das nicht so ganz verstehen. Na gut, was zur Hölle, Reiterin des Krieges? Das verwirrt mich auch gerade stark. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Oder die Armeen. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Na toll, das hilft mir auch nicht an. Na gut, also fragen wir nochmal kurz, ob der Krieg schon in Novigrad ist. Oder Novigrad heißt. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Das ist ja eine tolle Aussicht. Na gut, das ist ein schönen Tag noch. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Das kann ich nicht, oder? Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Gucken wir mal, das komische Kartensperren. Also ich war in den letzten beiden Witcher-Teilen schon unfassbar schlecht in diesen Spielen. Und ich glaube, es wird auch nicht besser. Warum nicht? Aber ich kann es mir mal angucken. Also, es funktioniert so. Ja, darf ich jetzt lesen. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspieler, Zwerge, das den Zusammenschluss zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karte sind ihre Schlachtfelder. Alles klar. Du beginnst. Nördliches Königreich, Kaiserreich Nilfgaard, aha. Das Spiel hat jetzt auch noch ein Kartenspiel. Warum machen denn das System kein, das ist ein Spiel in der Hand? Du siehst ja keine Karten, setzt diese Karten also klug ein. Strömender Regen, was? Sabrina Gläseweg, die ist doch schon tot. Sheldon Skaggs, den kenne ich gar nicht. Was haben wir denn hier da? Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten. Aha. Ach verdammt, jetzt hab ich das durchgeklickt, weil ich dachte, das sind meine Karten, die ich habe. Das ist deine Seite. Okay, gut. Das sehe ich schon. Sie will ihre Kandidaten in der Schlacht platzieren, nur passen. Jeder kann dann für die Sand bringt eine Spezialfähigkeit mit der Bar. Einmal kannst du die Spezialfähigkeit. Okay, ich drücken. Ausspielen und drücke Eingabe in die Hand aussehen und drücke den Schlacht zu platzieren. Du bist am Zug. Dann platzieren wir erstmal so einen komischen Zwerg. Nee, das war auch ein. Warte mal, erstmal so einen Nahkämpfer.
Siegfried von Denzel, den kennen wir doch. Jo, dann stehen wir schon mal nach vorne, mal gucken, was da rumkommt. So, jetzt, Gesamtstärke, die Zahl links, am Ende gewinnst du, das ist ja schön. Können wir deine Karten bisher ebenfalls passen? Das passt mir in der Film. Eine Runde endet, also wie das, der Gegner ist am Zug, ne, das ist ja toll. Also wie ich das Gefühl, dass ich zu schnell lese. Man sagt hier, ist das hier? Du bist am Zug. So, stellen wir mal Sabrina nach hinten, zack. Was ist denn das für eine Cynthia? Hey, da ist er wieder. Wer ist er denn? Noch ein Nagel. Warum habe ich denn hier so wenig Nagel? Was ist denn das hier? Redanischer Fußsoldat? Ne, der kann gar nichts, oder? Ach, schön, dass man. Ja, ich glaube, das habe ich. Da habe ich gerade ordentlich mein Zeug verschwendet. Dass ich ein. Fremde? Was macht er denn? Ist auch was nach vorne? Also kann ich jetzt hier. Kann ich jetzt beim Fußsoldaten da reinopfern? Oder halt nur passen, ja. Ich hätte vielleicht gründlicher lesen sollen. Ich sehe schon jetzt, dass ich das nicht verstehe. Verrottete Mangole. Ja, siehst du, so eine Balliste könnte ich auch noch hinten aufstellen. Ja, machen wir das noch. Wahrscheinlich gehe ich gleich unter wie sonst was. Oh, meine Balliste ist sogar besser. Puttkammer? Ich würde die Karten gerne länger lesen, die sind immer so kurz. Was ist das denn da? Moralschub. Nee, das möchte ich nicht spielen. Warte mal. Abbrechen. Was ist das hier noch für ein Ding? Kira Metz ist auch eine Zauberin. Naja, stellen wir die ganzen Magier nach hinten. Wer ist er noch? Kennen wir den? Enge Bindung. So, und jetzt? Warum hat denn der hier so eine komische Hilfgabe? Also, kann ich jetzt hier was machen? Ich passe mal. Mal gucken, was denn bei rumkommt. Wenn die gepasst, die Gegner ist am Zug. Ich könnte die ganze Zeit passen und dann, was wär's? Warum kann der auf einmal zwei Karten spielen? Warum kann der auf einmal so viele? So, achso. Oh, das war, glaube ich, gar nicht so gut, oder? Dass ich die Runde gepasst habe, bevor ich alles ausgespielt hatte. Von Beginn. Gegner ist am Zug? Ja. Klirrende Kälte, ja, schön. Kann ich das auch machen? Ach, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich die Karte zurückspielen oder was? Ja, dann, kann ich jetzt meinen Fuß... Nein, nee, ich kann gar nichts machen, oder? Wo kann ich? Detmold? Detmold ist auch schon tot, oder? Ach, stimmt, doch, den hat's in den hat's entschärft. Der wurde doch... Da war doch mal irgend so eine Kriegsvereinbarung. So, bist du am Zug? Ja, schön. So, kann ich jetzt Detmold, meinen super tollen Zauberer, was machen lassen? Kann ich jetzt irgendwie... Ich verstehe dieses Spiel übrigens nicht. Ich glaube, ich möchte gleich aufgeben, weil ich echt... Anführerfische, Folterst. Das ist natürlich wunderbar, dass ein Mann seine Schwester liebt. Naja, ich glaube eher nicht. Jetzt habe ich das benutzt. Nein! Ach komm, ich höre jetzt auf dieses komische Spiel. Ich habe keinen Bock da drauf. Das ist ja... Von mir aus. Tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Das ist ja toll. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Also ich werde mir das Spiel nochmal, vielleicht werde ich mir das Video nochmal angucken und dann ganz in Ruhe das Ähnliche nochmal angucken, weil bis jetzt war ich einfach nur verwirrt, was ich eigentlich gerade gemacht habe. So, dann gehen wir mal vor die Taverne. Ich weiß schon jetzt, was passiert, weil vorhin war ein Kumpel da, den habe ich kurz Witcher 3 gezeigt und dann, deswegen wusste ich schon, was ist passiert. Hallo, Freunde. Ausgetrunken. Warum hört er sich so komisch an? Vom Ton her. Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Die Wirtsfrau komisch. So, lass mich nicht mit denen geschlagen. Ich möchte mich aber nicht schlagen. Das ist eigentlich unter meiner Version. Kannst du mir einen Willen aufzwingen? Also, wir verstehen ja. Okay. Ich bezweifle, dass irgendwelche Bauern mir widerstehen können. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein. Nichts getan. Er wundert sich. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Ach, ich muss mich trotzdem schlagen. Jetzt muss ich eigentlich nicht nachlassen. Jetzt muss ich mich nur mit zwei schlagen, das ist ja schön. Soll ich sollte aufhören, so viel Schaden zu nehmen. Na komm schon. Was das Pferd hier auch so rumspringt, ist. Dumm. War nett, euch zu treffen. Letztes Mal hatte ich mehr Probleme mit den Dings. Ja, guck mal, ihn musste ich nicht hauen. Der setzt sich einfach hin. So, kann ich die jetzt noch looten? Oh, ich kann keine armen Bauern ausrauben. Das ist ja bitter. Aber, ich habe mich so gefreut, Bauern auszusaugen. So, das Spiel wurde gespeichert. Auszusaugen. Auszurauben, verdammte Hacke. So, ich kann ja mal mit den sonstigen Bauern hier reden. Vielleicht haben die auch noch was zu sagen. Ich sollte vielleicht nicht. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Geudemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt?
Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Ah, ja. Gut, also ich soll die nicht anreiben. Ah, siehst du, Anschlagsbrett. Ich möchte vor allem mal gucken, was hier in diesen... Suchhonig war, gute Bezahlung, große Mengen erwünscht. Tumira Kräuterkunderin. Naja, gut, ich habe unglücklicherweise sowas nicht, aber ich könnte mal erstmal den Anschlag gucken. Vielleicht gibt es ja lokal Monster zu töten. Man weiß ja nicht, sollte man aufpassen, nicht allzu viele Leute anzupfeifen. Wo ist hier? Wussten ja nicht der Anschlag. Wahrscheinlich nicht hier, oder? Nee, das ist einfach nur eine Wand. Ich bin doof. Weil mein Spiel auch gerade gesagt hat, dass es irgendwo den Dorfanschlag gibt. Wo sollen der hier sein im Dorf? Ah, hier sind ja direkt Nilfgaardische Soldaten. Mit denen kann ich nicht reden. Weil die Nilfgaarder, wie gesagt, das sind so ein bisschen die Hexerwelt-Nazis. Mehr oder weniger. So, ich muss mal heute nochmal einen Blick zum Wasser werfen, weil ich habe vorhin nämlich mal die Grafik vollgesetzt. Da konnte ich auch flüssig spielen, aber halt nicht dauerhaft. Aber doch, das Wasser sieht doch sogar mit der Grafik noch ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich noch die nächsten 5 Folgen mit der Grafik rumwundern. Also macht euch da keine Sorgen, das hört auch mal wieder auf. Warte mal, ja, ein bisschen plündern hier. Ja. Ich habe schon von Leuten gelesen, die haben irgendwie Schwierigkeiten damit, dass man nicht alles mitnehmen kann, dass man irgendwie ab und zu mal aufpassen muss, weil sonst das Inventar voll ist. Ist das denn ein Schrein von denen? Nee, das. Ich bin leider ein bisschen zeitlich verwirrt. Ich habe das letzte Witcherbuch immer noch zu Ende gelesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das letzte war. Ich habe mich gar nicht geguckt, ob da nicht noch eins war. Das ist ein bisschen verwirrend. Pferd der Road. Ja, ich weiß ja, ich plötzlich aber rufen möchte ich aber nicht. Im Englischen heißt das Pferd ja Roach. Das finde ich, das klingt deutlich weniger freundlich als Plötze. Plötze finde ich ist ein toller Name für Pferd. Ja gut, ich könnte... Ach, da vorne ist der Anschlag. Der steht doch direkt auf der Karte. Anschlagebereiter. Gerard weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten soll. Man weiß nie, wenn man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein Not, Kaufleute mit seltener Ware, Nester voller Monster. Auf der Karte finden Sie jetzt die folgenden Symbole. Oha. So viel Zeug. Also, was haben wir denn hier? Kaiserliches Dikt. Hiermit sei kundgetan, dass der Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät, alttürkische Männer aus Weißkarten, eine Schaufel oder Picke aus eigenem Beständnis mitzubringen. Die Felder und das Dorf sind mit Leichen übersät. Angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgequatscht und in den Stock geschlagen. Das meine ich übrigens wörtlich mit in den Stock geschlagen. Tod den Eindringling. Ach, guck mal, jetzt sind das nicht nur Quests, sondern tatsächlich. Ich kann die Dinger trotzdem nehmen. Oh, das ist ja interessant. Warte mal, hört, gut Leute. Wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid zu den Waffen und greift zu eurem Heimat, dann auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker und werden na gut, das sind die ordentlichen Partisanen, so wie ich das sehe. Hier bin ich auch schon begegnet, wo ich mal kurz vorhin rumgeritten bin, um die Grafik zu testen. Kaiserliches Dikt. Ja gut, das haben wir schon gelesen. Zusatzration. Hiermit sei die kaiserliche Garnison bekannt, dass die am Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden von... Ja, toll. Also das Ding ist nämlich, die Nilfgaarder, die haben so eine total übertrieben strenge Gesetze. Also die sind... Ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit den Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Ernst von Vivakoro. Das ist ertönt. Mein Bruder, wo bist du? Mein Bruder ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe dass er große Schlacht der Nähe teilgenommen hat. Gut, er sucht also seinen Bruder. Auftrag Teufel beim Brunnen. Gut, Leute, ich weiß, dass es Krieg ihr habt also schon. Paar Goldzüge. Odelan, okay. Interessante Orte. Blabab, okay. Ich habe eine Quest angenommen, so wie ich das sehe. Aber da vorne ist noch jemand mit einem Ist das der. Mann, schön. Was ist nicht so alles gibt. Boah, Weltkarte, ja. Die Weltkarte kann ich eigentlich auch mal aufmachen. Das habe ich, und zwar, also wir sind ja erstmal hier. Ich weiß übrigens nicht, was diese komischen Schwarzen. Ja, ist ja gut. Ja, ha, danke. Lass mich doch mal in Ruhe spielen. Also, ich weiß nicht, wozu diese schwarzen Ränder hier sind. Mich stören die ehrlich gesagt ein bisschen. Also, wenn das hier links und rechts voll wäre, also das ist erstmal das Gebiet hier um. Wie heißt der Ort hier gleich nochmal? Weißgarten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier ist irgendwie viel nichts drin, also ziemlich viel Wald. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal so was decken oder ob hier überhaupt nichts mehr kommt. Aber, es ist ja nicht aller Tage Abend. Es gibt ja noch eine Weltkarte. Scheinbar gibt es die Skelling-Inseln, Novigrad habe ich schon in irgendwelchen Dings gesehen. Von Velen weiß ich übrigens nichts und von Vizima, ja gut, da waren wir schon mal. Volz ist ja tot, also insofern. Wie gesagt, also ich weiß über Velen eigentlich nichts. Na gut, also steht auch niemand dran. Ist da eventuell der Brokkilon? Nee, der Brokkilon müsste doch ganz woanders sein. Ich habe echt seit nicht so richtig Ahnung von der Karte. Da ich das ja ein bisschen später erfahren habe, dass die Box-Version wäre mit einer wunderschönen Karte und allen mit die kommen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht nur einen Key gekauft, sondern das ganze Spiel. Also das als Dings. So habe ich es einfach nur bei Steam gekauft. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es dazu Zeug gibt. Ist das ein Zwerg? Das ist eigentlich ein Wunder. Generell. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Tja, ja, mein Bedauern. Tut mir leid.
Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Das ist echt nicht nett. Ja, genau. Ich kann dir Brandstifter sorgen von deinem Gold, das du so viel hast. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück. Ich finde es übrigens toll, wie sich Geralts Haare so im Wind bewegen. Ich habe dieses komische Nvidia Hairworks nicht an, weil 14 Frames sind nicht so richtig spielfähig. Aber die Hütte sieht tatsächlich nicht so gut aus. Aber zumindest die Schmiede draußen sieht noch gut aus. Naja, so viel dazu. Also diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt. Ich mache mir eine Schleuder und jag Bären damit. Ja, mach mal. Blütenblätter der weißen Myrte. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeug mitnehme. Das Plündern geht nicht mehr ganz so gut beim Durchrennen. So, wir reiten jetzt einmal zur... Oh, mache ich das jetzt noch? Ne, wir haben noch viel Zeit für die Folge. Das lohnt heute auch nicht mehr. Ich kann ja mal versuchen mit irgendwelchen... Ich kann ja... Was? Verdammt, Fistgang. Ich kann ja mal versuchen mit irgendwelchen Bauern noch zu reden. Aber ich glaube, das ist ein anständiges Dorf. Aha, ist das so? Nilfgaardischer Soldat? Ja, diese nilfgaardischen Soldaten. Was ist er denn? Ja. Gibt's Neuigkeiten aus Wysimar? Ich glaube nicht. Kann ich Kühe stehlen? Hey, da hinten ist eine Mühle. Die könnte man sich eigentlich auch mal näher angucken. Aber ich denke mal nicht, dass es als... Oh, das ist da hinten noch ein Bogenschütz. Hat der vielleicht noch was gesehen? Nilfgaardischer Soldat. Eher Igluir! Ja gut, Geralt kann kein Nilfgaardisch. Das ist ja nicht komisch, weil ich war nicht der Meinung, Geralt kann Nilfgaardisch. Ja, weil ich meine, das in den Büchern reitet ja auch durch Nilfgaard. Ja, doch. Ich finde diesen komischen Wegmarker, der mir sagt, dass es noch 64 Schritt sind bis zur Festung der Nilfgaard. Aber niemand hat was von der Festung gesagt. Das war die Rede von einer Garnison. Guck mal, ich muss da ja echt nicht hinrennen. Ach, guck mal, Plötze. Da ist Plötze. Im Englischen heißt das viel, wie gesagt, Roach, also Schabe. Ich finde, Plötze hört sich irgendwie schöner an als Schabe. Ich weiß auch nicht, also. Dum-dum-dum-dum-dum, wir reiten mit Plötze durch die Landschaft. Was ist denn eigentlich noch für eine Hütte, die so einsam steht? Ich kann mich nicht umsehen und gleichzeitig vorwärts reiten. Das ist doof, weil die Steuerung geht mit Maus und mit Tastatur. Also gleichzeitig. Wir reiten da hinten durch Nacht und Wind. Warte mal, hier kommt. Schneller. Nein, Plötze, beruhige dich. Hallo. Hier ist ja auch noch was Schönes. Komm mal. Ich schwör's. Wer bist du denn? Hallo, alte Frau. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich: Meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen, ich geb sie dir morgen wieder. Da habe ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich habe ein gutes Herz. Da habe ich sie ihm gegeben. Das ist ja eine komische Story. Faszinierende Geschichte. Ja, und was dann? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Aha. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin.
Das ist ja interessant. Na, ich war klar. Das mein ist erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Na, das kann ja was werden. Aber das wird in der nächsten Folge, wenn es dann wieder ist, Witcher 3 Whitehunt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.